Servus. Hallo zusammen. Heute wieder ein neues Spezial, Lambda-Sonden-Spezial. Wofür braucht man eine Lambda-Sonde? Wie viele Fehler werden bei der Fehlersuche, hör mal, Tick-Tack, bei der Fehlersuche gemacht? Boah, das ist schon ganz schlecht, weißt du. Wofür brauchen wir so ein Ding überhaupt? Zum Hypnotisieren brauchen wir so. Ja, gleich bin ich hier eingepennt. Hör mal, reicht das nicht schon, dass ich faul heiße, muss ich auch noch Schlaf heißen, oder was? Oh, Feierabend! Komm, tschüss, wir gehen. Ja, mir reicht's. Stink heißt du doch nochmal so mit Vornamen. Ja, genau, faul. Stink. Faul. Steht er da? Faul. Ah, nee, Hans-Jürgen. Hans-Jürgen faul. Okay, also jetzt mal von dem Stinkfaulen zurück zur Lambda-Sonde. Jürgen sagt ja schon, wofür brauchen wir überhaupt so eine Lambda-Sonde? Lambda-Sonde ist in ganz vielen Verbrennungsanlagen. Zum Beispiel eine Gastherme zu Hause, da ist eine Lambda-Sonde drin. In einem Pelletsofen ist eine Lambda-Sonde drin. Genau. Ja, und da, sogar in einem Auto. Und da wir Spezialisten sind für Pelletsofen, sprechen wir jetzt über Pelletsofen. Lambda-Sonde. Fast in jedem Motor verbaut. Das hier ist eine sogenannte Sprungsonde. Ist im Abgasstrang verbaut und sorgt dafür, dass wir ein gutes oder besser gesagt ein optimales Gemisch in der Verbrennung haben. Optimales Gemisch heißt Lambda 1. Das bedeutet stöchiometrisches Gemisch. Genau, 14,8 Kilogramm. Ja, 14,7, 14,8 der Kilogramm Luft zu einem Kilogramm Kraftstoff. Das ist eine optimale Verbrennung, das heißt, wir haben dort am wenigsten Schadstoffe, ist aber auch ein Kompromiss auf irgendeine Art und Weise. Und diese Lambda-Sonde überprüft es und prüft es im Abgasstrom bis hin nach der Verbrennung. Die Kolben gehen rauf und runter, es wird verbrannt, es geht durch das Ein- und Auslassventil raus und strömt hier im Abgasstrom an der Lambda-Sonde vorbei. Und die Lambda-Sonde misst den Restsauerstoffgehalt im Abgas und vergleicht das mit dem Sauerstoff in der Umwelt und sagt dann, pass mal auf, mein Gemisch ist zu fett, das heißt, es wird zu viel Kraftstoff eingespritzt. Oder es sagt, das Gemisch ist zu mager, es wird zu wenig Kraftstoff eingespritzt. Dementsprechend gibt es ein Signal an das Motorsteuergerät und das Motorsteuergerät regelt den Rest. Genau, und das macht es da innen drin, das habe ich mir vorhin aufgeschrieben, ich könnte mir das nicht merken, mit einem Zirkoniumdioxid. Das ist eine Membrane da drin und dieses Zirkoniumdioxid hat eine Eigenschaft und zwar transportiert Sauerstoff und dabei wird eine Spannung produziert und diese Spannung geht hier durch dieses schwarze Kabel ans Steuergerät. So eine Lambda-Sonde, ab wann, was für eine Temperatur? Wann arbeitet 300 Grad. Die? Genau, 300 Grad regelt die erst. Fängt ihr erst an, dass dieses, wie heißt das Ding nochmal? Zirkoniumdioxid, ich kann das nicht merken. Das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie funktioniert und arbeitet. Ja, auch gut. Ne? Ja. In diesem Moment wird dieses Zirkoniumdioxid transportiert Sauerstoff. Jetzt haben wir hier noch ein paar Kabel mehr dran. Ja, wenn ich den Motor starte, ist die Lambda-Sonde ja nicht direkt heiß. Hat ja nicht direkt 300 Grad. Das heißt, wir heizen sie auf. Genau, über eine Steuerung wird es dann aufgeheizt, hier kommt eine Spannung drauf. Hier sind im Prinzip noch Glühwendel drin und diese Glühwendel, kann man so sagen, Glühwendel? Ja. Diese Glühwendel machen das Ding relativ schnell auf 300 Grad heiß, damit die Lambda-Sonde schnell Informationen ans Motorsteuergerät gibt und das Motorsteuergerät dementsprechend Kraftstoff einspritzt und wir auf unser Lambda 1, also auf unser stöchiometrisches Gemisch kommen. Jetzt wird natürlich häufig ein Fehler gemacht an der Fehlersuche eines Fahrzeugs. Und zwar kommt das Auto in die Werkstatt rein. Wir lesen den natürlich aus. Was steht drin? Lambda-Sonde. Und da haben wir mal was vorbereitet. Wir haben hier genau so einen Wagen, da wo der Jürgens hin will. Hier dieser Wagen hat Lambda-Sonde drin steht. Wir lesen den jetzt mal eben aus. Hier ist der Ich kann die Zündung anmachen, oder? Ja, mach mal an. So, lesen wir jetzt mal aus. Diagnose, okay. Fehlercode, Motor. So. Lesen jetzt mal aus und gucken mal, was da drin steht. So, wir warten. Zündung ist an? Zündung ist an. Okay. Da, Zündung ist an. Okay. So. So, Daten werden runtergeladen. Zap, zap. Kommt nach vorne. So, und was steht da? Da haben wir einmal die Lambda-Sonde. Lambda-Regelung vor Cut. Signal fehlerhaft. So, und das ist das riesengroße Problem. Ja, was macht die Werkstatt? Die Jungs lesen das aus, gucken, Lambda-Regelung vor Cut, machen wir mal eine neue rein. Also Lambda-Sonde neu. Also wir beide sind davon überzeugt, dass, ich schätze mal, 85 bis 90% der getauschten Lambda-Sonden
nicht getauscht werden müssen, weil sie gar nicht kaputt sind. Steht zwar im Fehlerspeicher drin, die Frage ist, warum? Das zeigen wir euch jetzt mal. So, hier haben wir mal so ein Rohr mit einer Lambda-Sonde. Genauso ähnlich ist es hier in dem Auto auch verbaut. Robert, wenn du jetzt ein bisschen Mühe gibst, kannst du das auch mit der Kamera sehen. Pass auf, ja? Ich versuche dir zu leuchten, damit ja. Du da mal was, damit dir auch ein Licht aufgeht. Ja. Da unten sitzt die Lambda-Sonne. Da, wo sehen? Der weiße Kabel da rausguckt. Kannst du was sehen? So. Warte, ich kann den Schlauch mal was auf Seite drücken, dann kann man das vielleicht besser sehen. Ja. Kannst du es denn jetzt sehen? Ja, da unten. Unten sitzt sie. Genau. Ja, wunderbar. Genau. Ja. So, und das ist, sieht im Prinzip genauso wie hier aus. Und an dieser Leitung hier, das ist die Leitung, wo das Signal rauskommt. Also die Spannung, die die Lambda-Sonde selbst produziert, haben wir jetzt hier. Das ist die Sonnenheizung, die Sonnenheizung, genau. Haben wir jetzt hier angeklemmt. Das Kabel geht hier vorne lang. Hier, das Kabel geht hier bis hier vorne lang. Und hier vorne an diese schwarze Leitung, dort haben wir jetzt hier angeklemmt. Und die andere Seite einfach hier auf Minus. So, und jetzt. Jetzt lasse ich den mal laufen. Du startest. Ja, wenn der Jürgen jetzt laufen lässt, die Lambda-Sonde misst er, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, Restsauerstoff. Die gibt ein Signal raus, ein Spannungssignal. Dann, die Spannung geht rauf, der Motor spritzt wieder mehr Kraftstoff ein, die Spannung geht wieder runter. Und so ist das immer ein ganzes Regeln hin und her. Lambda-Sonde muss immer regeln. Die Motorstörlampe ist sogar an. Genau. Tja. Weil der Lambda-Sonde drin hat. So, und der Lambda-Sonde produziert 0 bis 800 Millivolt. Die gibt hier sogar die Lambda-Sonde ein Minus-Spannungsbereich erreicht, also minus 100 Millivolt. Ja, warum wohl? Kann auch sehen, wenn die Arbeit, wenn man jetzt Gas gibt, dann machen wir das Gemisch ja für einen Moment etwas fetter. Das soll auch dann Signale hier rauskommen. So, und so kann man ganz einfach sehen, reagiert die Lambda-Sonne überhaupt? Und das tut sie. Und die zeigt so wenig an, weil die ein viel zu mageres Gemisch bekommt. Das sagt das Steuergerät. Moment, ich habe hier einen zu hohen Sauerstoffanteil, zu viel Luft im Kraftstoff. Sagt die Lambda-Sonde dem Steuergerät, hey, anfetten. Viel zu wenig, genau, viel zu wenig Kraftstoff ist hier drin. Anfetten, Fette anfetten. An, das heißt, mehr Kraftstoff einspritzen, die Einspritzzeit ein bisschen höher ziehen. So, und das macht das Steuergerät die ganze Irgendwann Zeit. Irgendwann sagt das Steuergerät dann, da stimmt was die ganze Zeit nicht, Bob, Motorstörlampe geht an. Motorstörlampe an, das kann nicht logisch sein, die Lambda-Sonde ist defekt. Ist sie aber nicht. Kann sehen hier an dieser Stelle, hier saugt der Fremdluft. Und dann ist klar, dann kriege ich ein zu mageres Gemisch. Dann können wir jetzt mal sehen, wenn wir es jetzt wieder anklemmen und richtig draufsetzen. Da, ah, guck mal, wie schön die Regelung ist. Zack, ist direkt drauf. Lambda-Sonde geht drauf mit der Spannung, braucht es eine Zeit lang. Das sagt jetzt dem Steuergerät, sagt, oh, jetzt haben wir ein zu fettes Gemisch, jetzt sagt es wieder mageres Gemisch. Mach es wieder mageres Gemisch. Jetzt gleich muss er eigentlich wieder raufgehen und dann in einen Regelrhythmus einsteigen. Das dauert etwas, weil er hat natürlich jetzt erstmal durch die ganze Zeit durch das magere Gemisch ist er erstmal ein bisschen durcheinander gekommen. Wir geben mal ein bisschen Gas. Das Ding steckt noch richtig drin hier. Soll ich mal Gas geben? Ja, gib mal. Komm, ich mach von drin. Geht einfach. Ein bisschen Gas. Ah, da, das können wir direkt sehen. Ich habe ein bisschen Gas gegeben. Die Lambda-Sonne fängt sofort an zu regeln. Guck mal, ich gebe noch mal ein bisschen Gas. Kommt so ein Schissen dran, ne? Ah, super. So, jetzt fängt es an zu regeln. Zack. Sagst du wieder fetteres, mageres Gemisch. Aber so soll die Lambda-Sonde funktionieren. So soll sie arbeiten. Okay, jetzt ist die auf jeden Fall nicht mehr im Fehlerspeicher drin. Ja, zack, geht's wieder hoch. Jetzt geht's rauf. Jetzt sagt sie dem Steuergerät, hey, ich habe ein zu fettes Gemisch. Dauert eine Zeit lang. Und dann geht's wieder runter. Sobald wir Gas geben, kommt die ganz normal in die Regelbereiche rein. Und sorgt dafür. Ja, wunderbar. Zack, sofort regelt sie wieder. Und geht wieder rauf. Ja, und das kann man ganz einfach feststellen, indem man ins Steuergerät reingeht, die Parameter aufruft, Parameter Lambda-Sonde. Direkt an der Lambda-Sonde messen, wie wir es gemacht haben. Kann man auch, aber wenn ich den Stecker schon drinstecken habe, die stecken in die einen, sagen, Lambda-Sonde ist kaputt, dann tauschen sie aus.
So könnten Sie einmal umschalten, möchte gerne die Parameter gucken, ja, und die Parameter durchgehen. Also das auf jeden Fall prüfen. Am besten, mein Weg ist da besser, die Lambda-Sonde so komplett zu prüfen. Machst du mir die Kiste aus? Ja. Die Lambda-Sonde direkt so zu prüfen, um damit nicht eine neue Lambda-Sonde einbauen zu müssen. Und vor allem das Problem ist, man baut eine neue Lambda-Sonde ein und es ist der Fehler nicht. Wenn ich da unten am Kabel messe und habe gar keine Veränderungen da drin und es tut sich nichts, genau, ja gut, dann ist er kaputt. Es gibt auch kaputte Lambda-Sonden. Genau, die Lambda-Sonde hat nur noch einen Wert und man gibt Gas und nichts verändert sich. Mit dem Gas geben ist ein guter Tipp. Sobald die anfängt zu regeln, liegt es definitiv nicht an der Lambda-Sonde. Oft ist es das Problem von Nebenluft, dass er irgendwo Nebenluft zieht, wie wir das jetzt hier bei dem Wagen auch provoziert haben, entweder an irgendeinem Schlauch, an einer Dichtung, an der Ansaugbrücke, dass eben Nebenluft reingezogen wird, die vom Luftmassenmesser nicht gemessen wird und dadurch kommt es eben zu so Fehlinterpretationen von dem Steuergerät, hey, Lambda-Sonde ist kaputt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass da zu viel Kraftstoff eingespritzt wird. Nein, es wird nicht eingespritzt, es tropft rein. Das heißt, wenn eine Einspritzdüse undicht ist und tropft einfach mehr Kraftstoff rein, als sie macht auf, sprüht rein und es tropft immer weiter, weil sie nicht abdichtet. So, dann sagt die Lambda-Sonde natürlich auch, Moment, hier ist mein Gemisch viel zu fett. Dann hätte es nicht angezeigt, minus so und so viel. Dann wäre es auf der anderen Seite am Anschlag gegangen. Dann wäre sie in den oberen Bereich in den Anschlag reingegangen. Und wenn sie dann im Anschlag reingeht, dann interpretiert das Steuergerät das natürlich auch als defekte Lambda-Sonde. Also entweder haben wir ein zu fettes Gemisch oder wir haben ein zu mageres Gemisch. Und sagen wir, in 10% der Fällen ist es wirklich eine defekte Sonde. Ist es wirklich eine defekte Lambda-Sonde. Dann gibt es ja noch eine zweite Sonde, die hinter dem Katalysator sitzt. Bei den modernen Fahrzeugen ist es immer so verbaut. Die haben die eingebaut, um den Katalysator zu überprüfen, ob der in Ordnung ist, ob der richtig arbeitet, ob der seinen chemischen Vorgang da richtig macht. Also ein Katalysator ist ja nochmal in den Abgasstrang eingebaut, der reduziert und oxidiert die Abgase und macht dadurch eine Schadstoffumwandlung. Kommt Frischluft raus hinten, oder? Nein, nicht eine Atmung. Und die vordere Sonde gibt das Signal zum Steuergerät und die hintere Sonde guckt dann, ob der noch genug reduziert oder oxidiert. Und wenn er das nicht tut, dann geht die Kontrolllampe an. Die sind meist im gleichen Rhythmus. Nur die hintere ist das, glaube ich, das Signal war immer ein bisschen versetzt. Und, aber ähnlich, wenn man sieht, vorne die macht bob, 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 bob und hinten die macht bob, nichts mehr. Bob, nichts mehr. Kann man häufig von ausgehen, dass entweder der Katalysator kaputt ist meistens oder die Sonde kaputt ist. Genau. Da kann man aber auch sehen, so ein Katalysator ist bei 100, 120.000 Kilometer, können die schon mal durch sein. Und wir wollten ja schon lange mal, das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft, das werden wir aber irgendwann noch mal tun, so einen Katalysator nehmen und den zum Reinigen bringen, ob man so einen Katalysator retten kann. Das ist nochmal so eine Aufgabe. Wir haben bis jetzt noch nicht die Möglichkeit gehabt, es war bis jetzt noch keiner da, der kaputt war. Katalysatoren halten relativ viel aus mittlerweile. Gut. Wie wir. Wie wir. Wir halten auch viel aus. Du hältst auch viel aus. Ja, ich halte viel aus, weil ich immer mit dir zusammen sein muss. So, ihr Lieben, das war's. Wenn euch das gefallen hat, dann hier das Knöpfchen drücken. Genau. Einfach abonnieren. Wir haben viel Freude dran. Viel Spaß. Lasst euch gut gehen. Bis dann. Bis zum nächsten Special und bis zum nächsten Video. Ciao.